Eine Position, die wir kürzlich ziemlich stark im Fonds ausgebaut haben, ist Bachem, wo ein Hersteller von Peptid ist und somit einer von 5 kotierten Pharma-Zulieferern im Schweizer Markt. Der Charakter der Industrie ist prägt durch langfristige Projekte, die natürlich eine starke Visibilität und eine gute Planbarkeit bietet. Auf der anderen Seite negativ anmerken muss man, dass die Industrie hohe Investitionen tragen muss und deshalb relativ kapitalintensiv ist. Von diesen 5 erwähnten Firmen ist Bachem für uns primus inter pares. Das sehen nicht nur wir so, das sieht auch der Markt so. Demzufolge ist die Marktbewertung relativ hoch, aus unserer Perspektive, aber aus gutem Grund. Auch jetzt hat man viel können lesen und sehen über ein neuartiges Medikament, das von Novo Nordisk und von Eli Lilly auf den Markt gebracht worden ist. Da geht es um Diabetes, wobei als Nebeneffekt ist das auch so, dass das gegen Fettleibigkeit sehr stark und gut nützt. Wenn man das jetzt in Perspektive setzt, der reine Markt Onkologie, reden wir etwa von 200 Milliarden. Prognosen gehen im Markt Fettleibigkeit, Diabetes von 150 Milliarden aus, also das ist ein riesen Markt. Und Bachem ist als Lieferant von diesen 2 Herstellern sehr gut positioniert, um auch ihr Stück Kuchen von diesem lukrativen Markt abzuschneiden.